Mit dem Schwert in der Hand begrüßt euch Link wieder zurück auf Tantopia, auf einer grünen Insel mit einem Baum und ja, die eigentlich zum Urlaub machen vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, aber auf Urlaub haben wir keine Lust und auch keine Zeit, denn wir müssen zwei Tempel finden und die Weisen dafür. Und ja, im letzten Part habe ich geguckt, was ist denn mit Markorus los? Wir können den gar nicht finden, denn der soll ja für seine Zeremonie üben und wir brauchen ihn mit seiner Geige. Aber Freunde, ich habe nachgeguckt, ich glaube, wir müssen tatsächlich erst diesen Tempel hier unten machen. Den Sephir-Tempel hier oben können wir leider noch nicht wirklich betreten. Verzeihung. Beziehungsweise wir können ihn schon betreten, aber wir kommen nicht vorbei und wir können Markorus noch nicht finden. Meine einzige Erklärung dafür wäre jetzt, dass wir erst den anderen Tempel machen. Und das heißt so viel wie komplette Drehung. Scheiß auf den weisen Numero mit der Geige. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Und das ist hart gesagt, aber es ist die Wahrheit. Und wir werden jetzt gucken, was sich da auf uns wartet. Das Gute ist, ich habe beim letzten Part vorgesorgt, ein bisschen Futter gekauft. Das heißt, oh, jetzt funktioniert es endlich auch wieder. Wir können erstmal hier fett weitermachen. Wie ich auch schon das letzte Mal gesagt habe, folgt mir gerne auf Instagram und Twitter. True Crypticon auf Twitter und Robin K. Crypticon auf Instagram. Also das B zu einem 3. Aber das ist alles in der Videobeschreibung. Ich erwähne das jetzt ab und an am Anfang der Parts, weil ich merke, dass das viele vielleicht so mit Nachfragen und so in den Kommentaren, kann man alles durch Twitter oder Instagram. Instagram vielleicht eher Infos, kurze Infos auf Twitter. Und Instagram ist mehr so, wenn ihr ein bisschen Private Life sehen wollt und ihr euch mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken wollt, ist, glaube ich, Instagram gar nicht mehr so schlecht. Und wo war jetzt der Fisch? Ich glaube, gerade ein bisschen zu viel gelabert und habe nicht gemerkt, wo der springende Fisch ist. Das ist ja hier die Minecraft-Insel. Ja, da ist er. Guck mal, Freunde, da ist er, der Fisch. Komm näher, du Arschgeburt. Und fress das Futter. Hell yeah. Do you even know you are? Do you really know you are? Do you really know you are? Ne, meine Stimme ist auch nicht mal ansatzweise aufgewärmt. Aber ihr merkt daran, ja, ich habe immer noch denselben Ohrwurm. Und das ist ein saugeiles Lied von Julian Kay. Das habe ich auch vor kurzem erst wirklich kennengelernt. Ich habe es vielleicht schon mal gehört, aber jetzt wirklich so richtig badaboom. Und das ist saugut, auch wenn es schon älter ist. Glühwürmchen heimisch sind. Schön wie Regenbogen. Aber nur wirklich respektlose Naturverehrer sagen, ah, eine Flasche einzufangen. Ich glaube, das kann man sogar gar nicht. Oh, die kann man sogar echt nutzen. Na, das hätte ich vielleicht früher machen sollen. Egal, jetzt geht's erstmal weiter. Wir müssen weiter geradeaus. Und der zweite Hydrant, Quadrant, ist jetzt da aufgedeckt. Ich glaube, es gibt übrigens in jedem Feld der Hohen See eine Schatzkarte. Wir können die mal jetzt mal alle hier nochmal. Wir haben ja noch ein bisschen paar. Guck mal, wir haben noch ein paar Schatzkarten, die wir noch nicht mal geöffnet haben. Nummer 4. Das war es wahrscheinlich auch schon. Ne, Nummer 32. Weil ich glaube, dann wird uns das auch alles angezeigt. Die ist ja alle. Ja, okay. Ich hoffe, der Ton ist nicht zu laut. Man hört irgendwas doppelt, aber es sollte eigentlich nicht sein. Ich bin gespannt. Bin wirklich gespannt. Vor allem, wenn wir. Guck mal hier. Wenn wir in diesem Quadrant sind, sehen wir vielleicht. Ich fahre mal an diesem Augenriff da vorbei. Denn, wie ich gerade schon sagte, fällt einem. Hier ist jetzt Gewitter auf, dass. Wenn wir hier einen Schatz irgendwo auf einer Schatzkarte haben, wenn wir den hier finden, aber. Das scheint hier gerade nicht so zu sein. Und ich habe ja auch gerade keinen Bock zu bleiben. Da sind Möwen. Das heißt, ich glaube, hier wird. Nee, hier stimmt, hier war. Hier ist ein Oktopus aufgetaucht. Davon haben wir ja diese Fee gefunden, stimmt. Ihr erinnert euch. Ihr erinnert euch vielleicht, ich hoffe, das ist schon alles ein bisschen her. Und das Gute ist, durch die Tempel, die wir jetzt alle betreten, werden wir erstmal ordentlich. Oh, guck mal da oben, da ist ein Herzteil. Das habe ich jetzt immer mal direkt im Auge gespottet. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass mir sowas entgeht. Und man sieht da am Horizont Präludien. Sehr, sehr schönes Detail. Genauso wie der Fisch da hinten. Gimme, gimme, Seekartenblick. Du Arschloch. Badaboom.
Wie man an das Herz herankommt? Gute Frage. Ich gucke mich da mal gleich ein bisschen um. Dann haben wir nämlich eine neue Herzleiste, by the way. Hey, Jungchen, ich weiß Bescheid über dich. Du hättest die Region hier. Ja, sehr gerne, tatsächlich. Sehr gerne sogar. Need to be somebody. Ey, ich habe so ein Problem. Kennt ihr das, wenn ihr so ein neues Lied feiert oder auch allgemein ein Lied feiert? Und ihr schaut euch nicht die Lyrics an. Ich gehe nämlich meist darauf, die Töne dann, wenn ich singe, zu treffen. Gibst du in der Höhle, deren Eingang während diesem heftigen, schweren Felsen unzugänglich ist, würdet ihr schon mal gerne einen Blick reinwerfen, ja? Ich kann sie nicht verdenken, aber kein Unverspenden will ich mal ganz fantastisch verraten. Reise 4, ja, okay, da waren wir ja schon. Da haben wir die geilen Kraftarmbänder bekommen. Und ja. Mir fällt es dann manchmal echt schwer, bei manchen Liedern, wenn ich das singe, die Texte richtig zu machen. Deswegen, meine Kumpels Mario und Rigo machen sich darüber immer lustig, wenn ich die Songtexte nicht hinbekomme. Aber nun gut, ich sag dazu einfach nur, tja, wenigstens treffe ich die Töne. Nicht immer, vor allem jetzt nicht, weil ich auch einfach, das klingt jetzt eigentlich, es klingt mal richtig immer so, oh, ich kann es besser, aber die Stimme muss halt echt ein bisschen aufgewärmt sein. Deswegen, wenn wir Freitag irgendwie rausgehen, wir singen sogar manchmal Karaoke, dann sing ich mir vorher irgendwie an dem Tag immer ganz viel und dann am Abend auf dem Weg und dahin singt man so viel und dann ist die Stimme irgendwann so aufgewärmt. Das ist ein Trugschluss, wenn man viel singt, dass man ganz schön heiser wird. Man muss wirklich, dass man aufwärmt alles und dann kann man, ist es plötzlich so viel mehr Energy da drin. Und ich labere gerade zu viel Schwachsinn. Dennoch bin ich gerade unbedingt, kann man mit einer Möwe eigentlich was einfangen? Bitte. We need to be somebody sometimes. Oh, gib mir mal bitte hier. Geil. Das wollte ich alles haben. Und jetzt da hoch. Ich kann. Nee, mit einem, kann man jetzt echt mit einer Möwe ein Herzteil? Das wäre jetzt mal richtig schnieke, aber ich glaube, anders kommt man da doch gar nicht hoch. Das war mal blub. Wenn ich jetzt zurückgehe, dann. Oh mein Gott. Ist aber voll schön, hier rumzufliegen. Schon sagen, das ist schon geil. Aber da unten sind nochmal ganz viele Rubine, die holen wir uns. Nicht. Ich will gucken, ob es ein Netzteil ist. Motherfucking yes! Wir haben eine Energieerhöhung durch 1! Und die nächste Herzteil ist angefangen. Hell yeah, wir sind nun OP. Dann sind wir nicht, aber es ist saugeil, Alter. Nächste Herzleiste. Dadurch da oben. So, wie geil ist das denn? Ja, mein lieber Gesichtsfelsen, mach Platz! Dich haben wir doch schon mal weggedrückt. Mal schön. Bam. Fuck. Schade, der Krebs wurde nicht umgebracht. Nun, hier rein und ihr werdet jetzt ein etwas Vertrautes sehen, denn guckt mal hier. Hier haben wir nochmal so eine Leiste. Und diese Richtungen können wir widerspiegeln. Genau sieht's aus. Und Freunde des Flimmerns hier, wir können jetzt einen weiteren Weisen rufen, denn die Hymne des Terragottes ist nun in unserem Kopf gespeichert. Strifos erleuchtet wie beim letzten Mal und es taucht eine weitere Weisen. Oh mein Gott! Look at this girl. Vom Masterschwert Auserwählter. Mein Name ist Lard. Ich bin der Weise vom Volk der Zora, der seit langer Zeit hier in diesem Terra-Tempel seine Gebete darbringt, um dem Masterschwert die Stärke zu verleihen, das Böse vom Antlitz der Welt zu bannen. Und ich bin ein Junge, kein Mann. Keine Frau. Tragischerweise hat das Masterschwert, das du mit dir führst, durch die Intrige Ganondorfs diese Stärke bereits verloren. Als Ganondorf, der vom Helden der Zeit niedergerungen wurde, erneut in Hyrule zum Leben erwachte, griff er diesen Tempel an und nahm mir das meine, auf das die Stärke des Masterschwertes schwinden würde. Um dem Schwert nun wieder zu seiner alten Stärke zu verhelfen, bedarf es einem Wesen, der anstelle meiner in diesem Tempel hier seine Gebete darbringt. Eines Weisen, der meine Blutsnachfolge antritt, unter dieses heilige Instrument zu spielen vermag. Na, da kennen wir doch jemanden.
Zeitalter vergehen, Generationen lösen sich ab, aber das Schicksal wird durch das Blut weiterhin überliefert und fließt noch immer durch jemandens Adern. Das Lied, das du gerade angestimmt hast, wird dieser Person wieder das Lied in Erinnerung rufen, das dem Gott dieses Tempels darzubringen ist. Und es wird ihr auch wieder ihre Bestimmung als Weiser ins Gedächtnis rufen. Diese Tür lässt sich nur durch das Lied dieses Weisen öffnen. Meine besten Wünsche begleiten dich. Klar ausgedrückt, und wir wissen, was wir zu tun haben. Melodie. Die liebe Orni trägt dieses Instrument bei sich und die werden wir jetzt aufsuchen. Wir kacken jetzt erstmal auf Markorus, denn der Chiller hockt da eh nicht rum. Und ja, Freunde, Draconia, da waren wir doch ewig nicht mehr. Eigentlich habe ich gar keinen Bock auf die Insel, aber nun gut. Es muss getan werden und es ist ja sowieso gleich da oben. Ja, moin. Deswegen haben wir ja unser wunderbaren Hymnenschmutz. Wir haben jetzt alle Lieder, by the way. Alle Hymnen, die man lernen kann, haben wir erlernt. Und da ist Draconian, da werden wir hin. Das ist sehr, sehr schön, dass wir jetzt tatsächlich schon alles erlernt haben. Da fühlt sich der Robin das erste Mal ein wenig komplett. Crypticon. Hell yeah. Ich muss mal richtig hinsetzen, ey. Das ist einfach so das Ding. Ich würde voll gerne mal auf dem Sofa sitzen einfach. Aber beim Let's Play ist das immer so ein Ding, ne, Freunde? Ich weiß ja nicht, wenn ihr selber Let's Player seid, dann kennt ihr das vielleicht, dieses Unbequeme. Man findet manchmal einfach die Position nicht. Aber gut, das ist ja nicht nur beim Let's Playen so. Das ist ja allgemein, wenn man auf einem Schreibtischstuhl sitzt. Und ich laber schon wieder zu viel Kacke. Und wenn wir jetzt hier hochgehen, ihr hört es schon. Jetzt hören wir tatsächlich ein Instrument. Denn unsere kleine Vogelfrau ist schon am Spielen. Und an einem Ort, den wir kennen, nämlich da oben, da kommen wir hin, indem wir mal kurz ins Postamt nochmal reingehen. Hallo, die Post ist da, schalala. What the fuck, rede nicht so viel, Robin. So, hier hoch. And there we are, Butz. So, wir haben ja diesen geilen Greifhaken. Aber den hätten wir auch ohne den Greifhaken irgendwie gar nicht lang gekonnt, ne? Außer mit dem Blatt vielleicht. Zack, zack. Und sieh mal einer an, wer da am Spielen ist. Und wir haben ja schon einige Sachen vorgespielt. Was wir jetzt vorspielen, wird ihr Gewissen ein für alle Mal verändern. Welches Stück werden wir spielen? Wir werden ein Stück spielen, was dein Schicksal bestimmt, Melodie. Wir werden ein Stück schwingen, was dein Schicksal bestimmt. Take 2. Ich brauche einen dritten Take. Sorry. Schon besser! Du hast die Hymne des Terragottes Melodie vorgespielt und erinnere. Wirklich ein eigenartiges Lied. So merkwürdig es klingen mag, aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. Und meine Stimme ist plötzlich ganz dunkel. Und es erinnert mich an irgendetwas, an etwas, das ich tief in mir vergessen habe. Ja, irgendwas habe ich vergessen. Ich sagte es. Nicht sterben, nein! Oh mein Gott, there he is. Hello there. Und sie haben exakt gleiche Instrumente. Thank you.
Ein Duett. Und das Triforce. Die Stimme der Weisen. Ich habe sie gerade im Geiste gehört. Sie sagte mir, was ich von nun an zu tun habe. Robin. Dank dir bin ich meiner Bestimmung als Weise des Terra-Tempels bewusst geworden. Also bin ich doch etwas dienlich. Zu dienlich. Meine Lehrmeisterin hat bestimmt davon gewusst. Nicht weinen. Robin, bitte geleite mich zum Terra-Tempel. Wir müssen schnell das Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke erwachen lassen, das Böse zum Antlitz der Welt zu verbannen! Sehe ich auch so. Ach, guck mal, wer da oben rumschillt. Komori. Oh, voll Spirit Tracks. Lass uns augenblicklich heimlich aufbrechen. Ich möchte, dass er mich einfach als die Maid Medulin Erinnerung behält. Nicht mal Tschüss sagen? Na gut, wenn du meinst. Der Arme. Der weiß jetzt gar nicht, was abgeht. Na gut, wenn du meinst. Können wir eh nicht an. Guck mal, wer da jetzt auf unserem Boot hockt. Ja, moin. Wir haben jetzt einen neuen Begleiter. Ist ja nicht geil, ne? Ist richtig geil. Und mit dem werden wir jetzt direkt einen Abflug machen. Ohne lang rumzueiern. Korn und die Sturms. Mit Melodie. Du siehst, wie wir jetzt durch den Wind gleiten. Nach da unten, richtig? Ja, genau. Und dann diesen Tempel da. Uns mal näher. Anschauen. Ist das nicht? Ist es nicht? Ich glaube schon. Ich freue mich mal diese Frage, dass man die vom Boot hauen kann. Die sitzt so auf dem Rand. Guck mal, wenn man sie die ganze Zeit wackelt. Hier so, we need to be somebody sometime. Ist ja saugeil, Alter. Stell dir fällt vom Boot. Nein, leg! Ich kann nicht schwimmen, ich kann nur fliegen. Ertrunken. Und Spiel vorbei. Freunde, das sind meine Let's Plays. Ihr kennt sie doch. Wunderschön. So. Do you even know who you are? Do you even know who you are? Do you really know who you are? Come on, kick the bass. So, da sind wir schon. Und da ist schon wieder so ein Schatz. Ich will die 50 Rubine. Ich bin einfach zu faul vorne. Ich bin so froh, dass wir jetzt diese zweite verdammte Herzleiste haben. Und guck mal, Sequenz. Medulli, lausche aufmerksam meinen Worten. Dieser Tempel ist ein gefährlicher Ort, an dem es furchtbare Monster gibt. Sie haben den letzten Weisen das Leben geraubt. Befolge also bitte diese Anweisungen. Wenn Robin in der Nähe ZR drückt, dann folge ihm ohne Widerworte. Und wenn Robin A drückt, dann vertraue ihm und knie dich hin, auf dass er dich tragen kann. Nichts anderes, okay? Ja, alles gut. Und du, Robin? Wenn Manoli an seiner Stelle in den Tempel nicht mehr weiterkommt, dann spiele mit dem Taktstück das Musikstück, das du im Turm der Götter gelernt hast. Hast du mich verstanden? Ja, moin. Du beschützt Medulli, Robin, und Medulli hilft dir. Ihr müsst unbedingt Erfolg haben, damit das Masterschwert wieder zu einer alten Stärke verhelfen kann. Ja, ja. Let's go. In the temple. In the dark temple. So, guck mal hier. Jetzt sind wir genau hier gelandet und man denkt so, nein, was soll man jetzt machen? Spielen! Die Hymne... des Terragottes. La 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 la. Und sie fängt an zu spielen. Ich muss ja dirigieren, ne? Wie der Typ da gesagt hat. Der. Von dem Wald noch, ne? Genau. Und jetzt einfach Kavallabum. Tschüss, bis zum nächsten Mal und ab in den Terra-Tempel. So einfach funktioniert das heutzutage, ne?
Tja, da gehen sie rein. Terra-Tempel. Mittendrin. Oh, das war's auch wieder. Der hat sich umgebracht und legt gleich mit hin. Das war's mit dem Let's Play. Haut rein und tschüss. Nein, natürlich nicht. Hier sind wir. Und die Musik verrückt gleich alles. Und hier haben wir gleich das erste Rätsel. Wir haben ja schon gesagt, man kann hier... Come on! Und dann kommt sie mit. Und man kann sie einfach aufheben. Und sie tragen. Und da sie ja ein Vogel ist, kann sie einfach fliegen. Und dann landet sie da. So muss man die durch den ganzen Tempel transportieren. Welch ein tolles Feature, ne? Freunde, wunderbar, nicht wahr? Ja, würde ich auch sagen. Wie viele Minuten haben wir eigentlich? Oh, 21. Dann würde ich aber sagen, dieses Feature probieren wir am nächsten Mal aus. Denn 21 Minuten... sind okay, ich will die auch nicht zu lang haben, dann schauen die auch die Leute ganz gut. Und ich würde sagen, im nächsten Part machen wir den Terra-Tempel. Wir haben jetzt in diesem hier erstmal Medulli geholt und im nächsten Part machen wir den Tempel. Der ist auf jeden Fall, ich meine, den in Erinnerung zu haben, weiß ich gar nicht mehr so genau. Irgendwie als etwas grau und ich habe wirklich keinen Plan. Ich ein bisschen noch, ich bin aber gespannt. Vor allem die Musik gefällt mir schon. Nun, schaut euch die schöne Medulli an, schaut euch Robin an. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Das Abenteuer geht weiter. Haut rein, bis zum nächsten Mal, da kommt Großer und ciao.